Ihre Mission wurde von einer enormen Explosion unterbrochen. Zentrum anscheinend in Auburn, dem Gewerbefreizeitpark von Fairport. Liegt das Ausmaß der Zerstörung nicht abzuschätzen? Schicksal Ihres Teams liegt im Dunkeln. Ach ja. Pupillen sind geweitet. Er reagiert auf die Medizin. Prüft die Dosierung. Das sollte nicht sein. Und wenn es nicht wirkt? Was läuft hier, Dr. York? Moment. Verdammt. Notmaßnahmen. Was ist denn los? PVT oder Kammerflimmern. Laden auf 200. Nein, besser 300. Dr. York. Er lebt, aber wir sind zu schnell. Wir müssen... Macht einfach. Was machen die mit mir? Das war's. Mach das Morphium bereit. 4 Milli. Wo stehen wir, Dr. York? Er ist tachykard. Wir müssen ihn zuerst stabilisieren. Keine Zeit. Er ist instabil. Jetzt weiterzumachen ist riskant. Sie setzen... Wir haben keine Wahl, Dr. York. Weiter. Gut, auf 300. Sie spielen einen Stich. Genau jetzt. Aha. Okay, so stelle ich mir das auch vor, wenn ich im Operationssaal liege. Wer ist da? Mein Visor. Der Vorreiter von Google Glass, Abschnitt 2. Wo zur Hölle bin ich hier? Hier gibt's auch keine Waffe. Ich habe auch keine Medipacks mehr. Was ist das? Ah, Beckett Erholungsraum 102. Der Patient Beckett erholt sich von der Operation mit einer beispiellosen Geschwindigkeit. Die Lebenszeichen sind wieder annähernd normal. Dr. York wurde alarmiert und es wird erscheinen, sobald er die letzte Aktivierungs-OP durchgeführt hat. Sollte der Patient vorher aufwachen, erklären Sie ihm, dass er aus der Explosionszone evakuiert wurde. Der Patient darf den Raum nicht verlassen. Das denkst aber auch bloß du, dass ich das nicht mache. Was ist das? Nichts, was mich betrifft. Hier drin ist auch nichts. Nur ein Bad, ne? Oh. Sollte mal hier aufgewischt werden. Was war das gerade? Ah, ich kann Türen schließen, aber das will ich doch gar nicht. Da ist Alma wieder. Ich laufe jetzt nicht zu Alma. Ich gucke mich erst um hier. Ich muss... Zumindest habe ich sowas. Ist da noch irgendwas? Noch ein Hinweis. Archivdatei Projekt Harbinger. Paragon Untersuchungsergebnis körperlicher Verfassung hervorragend mit Harbinger. Cedric Griffin. Cedric Griffin? Mentale Stabilität exzellent. Telästhetisches Potenzial überdurchschnittlich. Telästhetisches. Ach, keine Ahnung. Anmerkung. Der Proband zeigt vorbildliche akademische und militärische Leistung aufgrund seiner mentalen Kraft. Hat der Proband eine realistische Chance, ich schätze sie auf 20-25%, den Aktualisierungsprozess ohne schwerwiegende kognitive Regression zu überstehen, wie sie bei gescheiterten Kandidaten aufgetreten ist. Harbinger Status genehmigt. Was zur Hölle? Griffin und Keegan? Was machen die mit uns? Warum haben die Daten über uns? Beziehungsweise über die halt. Da kann ich nicht drüber springen. Warum ist hier ein Kreuz? Ist hier noch irgendetwas? Explosion Origin auf einem... Was? 10.000 Tote! Steht da dran.
Warum bin ich hier nur? Die geht gar nicht auf die Tür. Die auch nicht. Haha, das geht. Warum gehst du nicht kaputt? Dann halt nicht. Ist eh leer, kein Getränk drin. Alma! Beziehungsweise in der Rolle, wo wir spielen, wissen wir ja gar nicht, dass das Alma ist. Oh, ein Edding. Hä? Waren die Schusslöcher vorher schon da? Oder da rein? Ist da noch ein Hinweis? Nein. Geht nicht auf. Die ging auf. Ui. Deckung schieben? Okay. Anscheinend geht's da weiter. Oder da? Jetzt gehe ich erstmal da lang. Schwierig zu entscheiden, wohin zuerst. Es gibt immer noch keine Waffen. Da liegt auch wieder eine Akte. Ah, Red Jankowski? Sergeant? Paragon, Untersuchungsergebnis, körperliche Verfassung hervorragend. Mentale Stabilität durchschnittlich. Überdurchschnittlich. Oho. Schlechte akademische Leistungen, ansehnliche Militärkarriere, die durch gelegentliche Verwarnungen behindert wurde. Der Proband wurde als potenzieller habiger Kandidat identifiziert, als sein älterer Bruder Spencer für den Dienst im First Encounter Assault Recon rekrutiert wurde. Ich glaube nicht, dass er ein brauchbarer Tenletischer Commander wird, aber für Forschungszwecke kann er nützlich sein. So. Habe ich da nicht auch wirklich nichts übersehen? Nein, hier ist nichts zu übersehen. Gut, raus hier, raus hier, raus hier. Weit, weit raus hier. Da ist noch ein Kreuz. Ich höre irgendjemanden schreien. Da geht's nicht auf. Geht da irgendwas? Noch eine Akte. Übertrag. Die erste der drei Aktivierungs-OPs waren anscheinend ein voller Erfolg. Der vierte Patient, Red Janukowski, ist noch in der Vor-OP. Die anderen sind zur Erholung in verschiedenen Flügeln untergebracht, um Vorbewusstsein telepathischer Interferenzen miteinander zu vermeiden. Wenn alle wach und stabil sind, beginnen wir mit dem Anpassungsprozess. Besonders Michael Beckett erweist sich als ungewöhnlich belastbar. Während der OP waren wir zweimal sicher, von ihm ihn verloren zu haben. Als dieser sich stabilisierte und wieder nicht durch unter Zutun als dieser sich stabilisierte und nicht durch unser Zutun, da bin ich mir sicher. Okay. Was planen die hier mit uns? Ah, geht gar nicht auf hier. Es gab hier auch deutlich einen Überfall. Da komme ich nicht durch, ne? Von dort bin ich gekommen. Ist aber nicht meine Blutspur. Ne, ist nicht meine. Mal kurz da gucken. Ach, ist egal gewesen. Hallo? Wo kam der auf einmal her? Ach, da habe ich die Glasscheibe schon weggehauen, ne? Da war ich auch gerade drin. Wer hat dich von da oben geschubst? Ach, da geht's auf. Hallo? Irgendwas sagt mir, dass ich da nicht hinein will. Habe ich denn... Habe ich... Das ist eine Frau, oder? Ja, das ist eine Frau.
Alma, Alma, Alma! Was verfolgst du mich? Was die alles kann, die Alma? Ist hier noch irgendwas? Nochmal Dateien. Jim Howard, Kelly Separatisten, schau Nachrichten. Kelly, wenn du keine Patienten in der Lobby hast, schalte mal die 22 Uhr Nachrichten im Fernsehen ein. Das erklärt die Erschütterung von vorhin. Sobald werden wir heute wohl nicht nach Hause kommen. Ich frage mich, ob das noch Nachwirkungen haben wird. Aber wir sollten nicht per E-Mail sprechen. Wollen wir in der Pause zusammen in der Cafeteria essen? Piep mich an, wenn du frei bist. Hm. Hier wurde heftig geschossen. So, bleibt uns noch dieser eine Weg hier durch übrig. Du! Bleib stehen! Was? Wo? Was? Wie? Ich könnte jetzt langsam wieder eine Knarre verkraften. Ich hatte so gut Munition vorhin und so. Du hast auch nicht zufällig eine Knarre, ne? Ich habe nicht mal eine verdammte Pistole. Und hier liegt auch nichts. Ach, sieh da, schau an. Wer ist da? Ist es die Aristide? Sergeant Beckett, Gott sei Dank, Sie sind okay. Bestimmt haben Sie viele Fragen. Ich werde Ihnen alles erklären. Aber wir müssen erst in das TAK-Labor. Schnell, Vorsicht. Bennigs Leute greifen die Einrichtung an. Ich hätte nie gedacht, dass sie so weit gehen, um alles zu vertuschen. Zum TAK-Labor sollen wir gehen. Ist hier noch irgendwas, das ich einsammeln kann? Rein gar nichts. Aber ich weiß, dass da ein Medipack ist. Und das nehme ich auch mit. Oh, guck dir das an. Ich habe wieder mein schönes Zeugsbums da. Oh, das habe ich doch sehr vermisst. Was ist das? An alle Angestellten. Die Anlage wird soeben von einem Sondereinsatzteam unter dem direkten Kommando von Dr. Colonel Richard Warnick angegriffen. Der Befehl des Vorstands der ATC handelt. Das Ziel ist die Vernichtung von Beweisen und das umfasst die gesamte Anlage sowie alles und jeden darin. Bis jetzt ist nur der Haupteingang betroffen. Verlassen Sie also das Gebäude auf den Notfallfluchtwegen. Ich empfehle, die Korridore zum Haupteingang verbarrikadieren, um Zeit zu gewinnen. Versuchen Sie nicht, sich zu ergeben. Sie werden höchstwahrscheinlich erschossen. Genevieve Aristide. Na gut. Vorsicht, Sergeant Beckett. Sie tappen genau in einen Hinterhalt. Dies ist ein gesicherter Kanal. Identifizieren Sie sich. Er muss uns über die Sicherheitskameras beobachten. Ich habe immer noch keine Knarre. Oh fuck. Komme ich da durch? Oh fuck. Beeindruckend, deshalb hat man sie genommen. Aber wer sind Sie? Nennen Sie mich Snakefist. Snakefist? Wollen Sie mich verarschen? Hey, ich weiß nicht, wer noch alles zuhört und ich will kein Risiko eingehen. Sie müssen dort sofort verschwinden. So, zumindest habe ich jetzt wieder Munition. Ja, ja, das hatten wir vorhin schon. Das hatten wir vorhin schon. Habt ihr genug? Ist hier noch irgendwas für mich?
Wo ist der andere da? Oh, den hat's ein wenig zerfetzt. Aber nur ein bisschen. Ah, der sah auch mal besser aus. Wo muss ich denn jetzt hin? Oh. So, das hast du nun davon. Leg dich nicht mit mir an. Wow! Warum hat's den zerfetzt? Warum brenne ich? Ich brenne schon wieder. Und was hast du bei dir, dass es dich so zerfetzt, Kollege? Die müssen irgendwas Explosives bei sich haben, weil die da zerfetzt es nicht so sehr. Auch wenn ich es gerne hätte. Wie man sieht. Habe ich eigentlich noch eine andere Knarre? Ja, ich habe wieder eine normale Knarre, Pistole. So. Oh. Gott sei Dank habe ich eine Schutzbrille auf. Was? Wer ist da? Wer ist da? Hm. Das war jetzt gut für mich, dass ich hier das eingesammelt habe. Ach, da geht's gar nicht durch. Wo muss ich denn dann hin? Hm. Lass mich doch rein. Ich tue dir nichts. Ganz ehrlich nicht. Hm. Jetzt bin ich doch ein bisschen verwirrt. Warum bin ich eigentlich hier runtergesprungen, wenn es hier keinen Durchweg gibt irgendwie? Ah, hier, natürlich. Fußspuren? So, Proband Kira Stokes, Rang Lieutenant. Ähä. Körperliche Verfassung NV, hat ja nicht vorhanden. Die Probandin ist kein Harbinger-Kandidat. Laut Personalakte des Militärs war sie von der aktuellen Missionsoffizier einer Einheit. Und hat vielen Gelegenheiten mit dem Team zusammengearbeitet. G. Aristid hat angewiesen, sie unter Betäubung zu halten, bis wir entschieden haben, was mit ihr zu tun ist. Gut. Gut, okay. Ich bin mehr und mehr verwirrt. Hä? Meine Verwirrung ist zu Recht, denn ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich jetzt wirklich lang muss. Also das ist jetzt doof. Kommt hier irgendwas? Ah, Fahrstuhl, natürlich. Hm? Was? Wer sagt, dass ich euch alle bekämpfen muss? Denkste?